Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es gibt jetzt hier eine Vorführung zum Thema Glasbläserei. Die meisten haben das bestimmt irgendwie schon mal gesehen, zumindest im Fernsehen, manch einer vielleicht auch noch nicht. Glasbläser ist ein Beruf, der, auch wenn man es nicht an jeder Straßenecke sieht, heute auch immer noch ausgebildet wird. Ja? Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze betreiben kann. Die eine ist eben so, wie ich das jetzt vorführen werde. Man spricht in diesem Fall von lampengeblasenem Glas. Dieses Gebläse wird als Glasbläserlampe bezeichnet. Es geht ursprünglich mal auf eine primitive Öllampe zurück, die man auf dem Tisch stehen hatte. Und wegen dieser Öllampe spricht man, wenn jemand am Tisch sitzt und vor so einem Gebläse arbeitet, wie ich das tue, immer noch von lampengeblasenem Glas. Ja? Natürlich gab es den Begriff Glasbläserei an sich schon länger und damit kommen wir zur anderen und zwar älteren Methode. Um Ihnen das zu zeigen, nehmen wir mal dieses Glasrohr. Man hat also etwa 150 vor Christus, und zwar auf dem Gebiet des heutigen Libanon, die sogenannte Glasmacherpfeife erfunden. Dabei handelt es sich um ein Metallrohr, heute ist es also ein Stahlrohr, das etwa so dick und so lang ist wie dieses Glasrohr. Die Idee dabei, die man hatte, war also, dieses mit einem Ende ins flüssige Glas tauchen und wie aus dem Honigtopf praktisch so einen Klumpen Glas aufnehmen. Man muss das Glas dann drehen, weil es ja weich ist vorn dran, weil es sonst nach unten tropft. Und unter gleichmäßigem Drehen bläst man hinten in diese Glasmacherpfeife rein. Und dadurch treibt es in diesen geschmolzenen Klumpen eine kleine Luftblase und man hat das erste hohle Gebilde. Man sagt dazu ein sogenannter Kölbel. Und dieser Gedanke, dass eben Luft das Medium ist, das das Glas hohl hält, war also absolut genial. Darauf beruht alles, was wir heute an Hohlglasgefäßen haben, beruht auf dieser Methode, auch wenn es eben maschinell hergestellt ist. So, jetzt wärme ich das erstmal auf. Wichtig ist, dass ich es langsam aufwärme. Wenn ich das jetzt sofort abrupt in die ganz scharfe Flamme halten würde, die in der Spitze also schon so 1000 Grad ungefähr macht, dann würde das Glas platzen. Weil Glas sich wie alle anderen festen Stoffe auch bei Erwärmung, und jetzt ist es ja noch fest, bei Erwärmung ausdehnt. Wenn es abkühlt, zieht es sich wieder zusammen. Und dadurch erzeugt man so viel Spannung, dass es unter Umständen platzen kann. Ich möchte also so ein Glas jetzt machen, wie es hier auf dem Tisch steht. Und dazu muss ich als erstes diese Einschmelzung fertigen, die jetzt hier zwischen dem Körper und dem Stiel sich befindet. Die Form von so einem Gefäß oder Glasobjekt entsteht in der Regel durch ganz gezieltes, partielles Erhitzen. Die Größe der Flamme spielt eine Rolle dabei, Temperaturverlauf und so weiter. Geht also auch immer darum, im richtigen Moment zu ziehen, also nicht gleich, wenn man jetzt aus der Flamme rausgeht, da es ja auch darum geht, wenn das Glas in der Flamme zusammengelaufen ist, dass man eben diese dicken Stellen wieder rauszieht. Die Frage ist, wie kriegt man Glas generell farbig? Das könnten Sie vielleicht wissen? Mit Farbpigmenten. Der Quarzsand, wenn man den schmilzt, der wird höchstwahrscheinlich grünstichig sein. Weil der Quarzsand ist verunreinigt mit Mineralien. Vor allem ist er verunreinigt mit Eisen. Und Eisen ruft also eine grüne Färbung hervor. Wenn Sie im Handel einfach mal ein ganz normales Senfglas oder sowas hernehmen, sehen Sie auch, dass die oftmals noch so einen grünlichen Glanz am Rand haben. Das liegt in dem darin noch verbliebenen Eisenanteil. Und man kann also jetzt versuchen, den Sand eben besonders rein zu bekommen. Und vor allem kann man die Färbung neutralisieren, indem man dem Glas andere Mineralien zumischt, die also Komplementärfarben hervorrufen würden. Und damit erhält man klares Glas. Das gibt also die Kugel für die Fußscheibe. Und jetzt muss ich natürlich diese Kugel hier unten öffnen, um die aufzutreiben. Und jetzt puste ich da rein.
Und das wird ganz dünn. Ja? Das ist jetzt abgerissen in dem Moment, aber das macht nichts. Das kann ich jetzt einfach wieder anheften. Und ich möchte jetzt nur das hier unten abschmelzen. An dieser Kugel für die Fußscheibe. So. Und jetzt lasse ich das aufplatzen. In der Flamme passiert das. Jetzt. Es hat also jetzt schon eine kleine Öffnung. So, und jetzt ist es weich genug. Jetzt gehe ich mit dem Auftreiber rein und treibe es auf. Jetzt kann ich das aufplatzen lassen in der Flamme. Jetzt ist schon wieder ein Loch drin. Und das ist jetzt nochmal dasselbe. Man kann das jetzt auf der Kohleplatte nochmal drehen. Gut, so stellt man also so ein Glas her, wenn man es denn von Hand macht. Ich zeige Ihnen am Schluss nochmal ein typisches Produkt für eben diese Methode, für diese Technik, wo es mal nicht um kunsthandwerkliches Glas geht. Und zwar geht es dabei um Glasaugen, eben wirklich Menschenaugenprothesen, wie sie also ein Patient eingesetzt bekäme. Und zwar, ich lege das dann mal hin, dass Sie es aus der Nähe anschauen können. Diese doppelwandige Halbschale ist also eine fertige Menschenaugenprothese, wie sie jetzt ein Patient eingesetzt bekommen würde, wenn er ein Auge verloren hat. Das ist noch hohl innen drin, das Auge, komplett aus Glas und ist prinzipiell auf diese Art und Weise hergestellt worden, wie ich es Ihnen jetzt demonstriert habe. Wenn Sie noch Fragen stellen möchten, können Sie das gerne tun. Ansonsten wäre es das von meiner Seite erstmal gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß noch im Deutschen Museum. Danke. Thank you.